Hallo Elektronikfreunde, hiermit möchte ich mal meinen allerersten selbstgebauten Computer vorstellen. Das ist ein alter CPM-Computer und wie man sieht ziemlich groß, hier im 19 Zoll Rahmen, drin ziemlich schwer, ungefähr 13 Kilo. Und drumherum ist hier noch dieses Kunststoffgehäuse von der Firma Boppler, was ich damals gekauft habe, was auch damals ziemlich teuer war, so um die 200 Mark. Ja, Jahrgang ist das hier so, schätze ich mal, 1985 bis 86, vielleicht auch 87, je nachdem. Da habe ich das Ding also gebaut und ich werde jetzt hier mal den 19 Zoll Rahmen rausnehmen und mal ins Detail gehen und zeigen, was da so drin ist. So sieht das Gerät also von innen aus. Man sieht hier auf der linken Seite ein großer Kühlkörper, das ist also hier ein Netzteil. Hier hinten sind ein paar Trafos, gehört also auch zum Netzteil. Hier sind die Einsteckkarten für die verschiedensten Funktionen. Und jetzt werde ich hier auch mal nach und nach die Karten rausnehmen, damit man sieht, was da eigentlich drauf ist. Die erste Karte, die ich hier mal rausnehme, ist hier auf der linken Seite vom Netzteil. Das ist ziemlich schwergängig hier alles, schon ziemlich verstaubt. Ist hier diese Karte mit dem Brückengleichrichter und zwei Elkos, Netzschalter. Ich weiß jetzt nicht, für welche Spannungsversorgung der Brückengleichrichter hier war. Ich nehme an, das war irgendwie für 12 Volt oder so. Man sieht, ich habe das hier auch selber gelötet, hier auf dieser Lochrasterplatine. Dann hier die Stiftleisten dazu, vorne die Front mit dem Netzschalter. Und da war also sehr viel Arbeit. Ja, ich nehme an, wie gesagt, Brückengleichrichter für 12 Volt. Dann kommt hier die nächste Karte. Das ist die zweite hier, wenn ich die rauskriege. Die hat eigentlich nur Siebelkos drauf und da weiß ich ziemlich genau, die waren für den 5-Volt-Bereich zuständig. Also lauter 4700 μ-Elkos, auch selber hier verdrahtet oder die Leitung hier verlegt auf der Lochrasterplatine. Gleiches Verfahren. Als nächstes werde ich mal hier die Platine rausnehmen mit dem großen Kühlkörper drauf. Die hier. Und hier sieht man jetzt schon, das ganze Netzteil ist linear aufgebaut, denn ich habe hier einen 78H05. Das ist ein 5 Volt Regler mit maximal 5 Ampere. Da drunter ist auch noch ein großer Brückengleichrichter. Das sind ja die hier solche, die 25 Ampere abkönnen. Auch hier alles selber verlegt, Anleitung. Hier auch nochmal markiert, wo Eingang und Ausgang und so weiter ist. Und die vierte Leiteplatte, die ich jetzt hier mal kurz rausnehmen werde, ist diese hier mit den vielen Leuchtdioden an der Frontplatte. Die kriege ich sehr schwer raus, also die geht extrem schwergängig. Die hier, also erstmal ein Haufen Leuchtdioden hier an der Frontplatte montiert. Und da sind auch so einzelne Spannungsregler noch drauf. Ich glaube plus minus 12 Volt. Und auch noch minus 5 Volt. Hier ist nochmal so ein, glaube ich, so ein Darlington-Transistor MJ2501. Und hier unten ist nochmal, ich glaube, das ist hier ein Komparator oder sowas. Weiß ich jetzt nicht genau. Wozu diese Schaltung hier notwendig war, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie so eine Art Sicherheitsgeschichte darstellte. Hier vorne sind auch noch Sicherungen, wie man sieht. Dort, hier. Und auch hier wurde das alles selber gelötet, selber aufgebaut und dann natürlich auch in Betrieb genommen. Das Netzteil muss natürlich versorgt werden, beziehungsweise hier die Spannungsregler, und dazu gibt es hier hinten die drei Trafos und die machen auch das ganze Gewicht hier natürlich aus. Wie gesagt, es wurde linear geregelt, kein Schaltregler oder so, und deswegen ist der ganze Bereich des Netzteils sehr groß. Also praktisch von hier und hier dieser ganze Bereich ist eigentlich nur das Netzteil. Und jetzt komme ich mal zu den einzelnen Steckkarten von diesem Computer. Als erstes werde ich mal hier eine Steckkarte rausnehmen, die hier auf der rechten Seite ist. Ich hoffe, mir gelingt das. Also erstmal die eine hier rausnehmen. Die kommt später dran und auch die andere hier, weil sonst komme ich an die, die ich jetzt hier zeigen will, gar nicht ran. Mich an die hier, und zwar ist das hier die CPU,
Also hier sieht man, das ist also hier der Z80. Ist dort sehr schön zu sehen. Z80. Und hier ist sozusagen das EEPROM. Das wäre sozusagen das Betriebssystem, also CPM. Dann haben wir hier auf der rechten Seite lauter RAMs. Und zwar sind es 64. Das sind also 64K RAMs. Das heißt, dieses Board hat hier 64K RAM. Dann das eben das EEPROM, ein bisschen Logik natürlich noch drauf. Die Leiterplatten, die man jetzt hier sieht, die konnte man damals von einer CT kaufen. Man sieht hier auch noch die Bezeichnung SYS1, Revision 2. Und der Nachteil bei diesen Leiterplatten war, dass die teilweise nicht in Ordnung waren. Also da waren noch Fehler drauf. Man sieht, hier musste ich irgendeine Drahtbrücke legen. Hier auf der Rückseite ist zwar, glaube ich, ne, hier ist auch nochmal. Achso, da ist mir wahrscheinlich eine Leiterbahn irgendwie kaputt gegangen. Muss ich nochmal nachlegen oder so. Also diese Leiterplatten waren nicht immer hundertprozentig in Ordnung. Das sieht man gleich nochmal bei einer anderen Leiterplatte. Also hier ist die CPU zu sehen. Die nächste Leiterplatte, das ist die hier. Da sieht man hier schon, da sind so BNC-Buchsen auf die Frontplatte geschraubt. Und das ist letztendlich der Grafikcontroller. Und zwar gab es damals diesen Typen hier, EF9366. Das ist ein CRT-Controller. Der wurde auch teilweise in industriellen Geräten eingebaut, also industrielle Geräte, die selbst einen Monitor irgendwie verbaut hatten. Da war oft dieser Controller auch, oder wurde dort eingesetzt. Auch die Grafik hat natürlich hier RAM, wie man hier sieht. In dem Fall sind das hier die 4116, also 16K. Interessanterweise auch hier von Siemens. Also Siemens hat damals diese RAMs auch noch hergestellt. Bei der Karte hier auch deutlich zu sehen, man musste dort selber fädeln. Ich weiß eigentlich nicht genau warum, welche Unterschiede es dort gab. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber das war eben sehr viel Arbeit, wie man sich ja vielleicht vorstellen kann. Die nächste Leiterplatte, die ich mal hier zeigen will, ist diese hier. Und zwar ist die nicht fertig bestückt von mir. Denn das ist eine Leiterplatte, da steht es drauf, Flo. Die ist also eigentlich für einen Floppy-Disk. Und ich weiß damals, ich habe mir das Floppy-Laufwerk nicht leisten können. Das war exorbitant teuer. Und deswegen habe ich erstmal nur die IC-Sockel damals eingelötet oder einen Teil auch nur davon. Also die Platte ist nie fertig geworden. Man sieht auch hier Fehler, da fehlte irgendwie so ein Widerstandsnetzwerk und ein paar Drähte und hier noch irgendwie eine Diode oder sowas. Also ist hier nicht fertig geworden, war so ein Interface für ein Floppy-Laufwerk. Die nächste Karte, die ich jetzt hier mal rausziehen werde, ist diese hier. Ich muss da mal, ich hoffe, dass ich da rankomme. Und zwar ist es eine Karte, wo man auch EEPROMs aufstecken konnte, nämlich für verschiedene Anwenderprogramme. Hier ist es jetzt so, jetzt steht hier Basic A und B. Also das war ein Basic-Interpreter. Ich konnte also damals mit dem Rechner so ein paar kleine Basic-Programme schreiben. Natürlich nicht vergleichbar, wie man es heute vielleicht machen würde. Aber das war sozusagen hier der Basic-Interpreter. Und bei dieser Karte ist es so, die habe ich nun komplett selber gefädelt. Also da war sehr viel Arbeit drin. Aber es hat auch letztendlich auch Spaß gemacht. Die nächste Karte, die ich hier mal rausnehme, ist diese hier in der Mitte. Und zwar hängt da noch ein Draht irgendwie dran. Das kann ich mal warum. Auch selbst gefädelt, wie man sieht. Und das war die Karte für die Tastatur. Also hier vorne kommt eine Tastatur ran. Auch kein Standard, wie man sieht, sondern irgendeine. Und dort ist hier so ein Z80 Dart, ist es, glaube ich. Genau, Dart. Das ist eine Serial-Schnittstelle. Und hier oben ist noch ein anderer, auch nochmal eine Z80 Pio, also Parallelinterface. Also ich hatte mit der Karte praktisch Serial- und Parallelinterface irgendwie. Habe aber nur die Tastatur hier früher angeschlossen. Parallel habe ich hier, glaube ich, gar nicht benutzt. Also ich wüsste nicht, wann und wozu. Gut.
Die letzte Karte, die ich hier mal kurz zeigen möchte, ist diese hier. Und das ist vielleicht die interessanteste von allen, die jetzt natürlich fast nicht rausgeht. Aber jetzt geht sie schon raus. Okay. Das ist diese hier. Die hat hier einmal so eine große parallele Schnittstelle. Und die hat hier auch so eine DIN-Buchse. Und diese Karte war dafür da, um dort einen Kassettenrekorder anzuschließen. Und in der Tat hat das auch funktioniert. Und interessant bei dieser Karte ist, das sieht man vielleicht hier in diesem Bereich, man musste die hier abgleichen. Also ich weiß auch nicht genau wie und wie das funktioniert hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die musste man abgleichen, die Karte, damit das Interface zu dem Kassettenrekorder funktioniert hat. Da gab es dann auch hier spezielle Bausteine hier von Hitachi ist das, glaube ich, HD46850, weiß gar nicht mehr, was das ist, auf irgendein serielles Zeug. Auf der Karte hatte ich auch noch gleichzeitig hier eine parallele Schnittstelle vorgesehen. Die Karte habe ich letztendlich selber geätzt und man sieht, ich habe da auch ein paar Namen draufgeschrieben, was für Bauteile dort drauf kommen. Also hier in dem Fall der 8255, das war so ein Standard-Parallelport. Also Kassetteninterface, sehr aufwendig, auch schwierig nachher im Abgleich. Also es hat aber dann irgendwann funktioniert. Achso, vielleicht noch was. Ich hatte hier diese Grafikkarte ja gezeigt. Also hier die mit den BNC-Buchsen und das wurde dann an Fernseher angeschlossen. Also ein Monitor oder so gab es da nicht. Jetzt werde ich noch mal kurz die Kamera schwenken und mal hier unten reingucken, damit man sieht, was da noch so drin ist. Eigentlich nichts Weltbewegendes, aber dass man noch mal sieht, genau wie das da alles verbunden wurde. Man sieht jetzt hier im Gehäuse die verschiedenen Steckplätze, insgesamt 10 Stück, die da zur Verfügung stehen. Und hier diese Leiterplatte, die verbindet die alle über ein Bussystem. Hier hinten ist noch der Trafo zu sehen für die Spannungsversorgung, oder einer der Trafos. Ich sehe gerade, der ist auch schon ziemlich verrostet, das Blech. Und wenn ich jetzt hier mal rüberschwenke, dann sieht man eben auch hier die Steckplätze hier für die Module für die Spannungsversorgung. Dort auch mit dicker Leitung verbunden, sodass da auch die Spannungsversorgung dann vernünftig verteilt werden kann. Alles in allem war es damals ein sehr aufwendiges und auch vor allem sehr teures Projekt, kann man sagen. Ich glaube, ich hatte damals ungefähr 1500 Mark ausgegeben für alles, mehr oder weniger, also glaube ich mich zumindest daran zu erinnern. Und die Zeit des Aufbaus war natürlich auch nicht unerheblich, also ich habe da wirklich mehrere Monate dran gesessen. Vor allem ist es dann so, wenn man so eine Karte jetzt hier fertig gelötet hat, dann will man die natürlich ausprobieren. Und man hat das natürlich dann an Fernseher angeschlossen und wollte das natürlich testen. Und meistens war es so, man hat eigentlich nichts gesehen auf dem Bildschirm oder auf dem Fernseher, sodass dann auch irgendwann mal die Nerven da blank waren. Aber irgendwann hat es geklappt. Ich habe irgendwann mal so ein Bild drauf bekommen. Ich konnte auch ein kleines Basic-Programm schreiben. Das hat funktioniert. Allerdings war es dann so, in dem Moment, wo diese Kiste hier lief, war die eigentlich schon komplett veraltet. Denn es kamen dann die ersten Mini-Computer raus. Und auch hier Amigas, glaube ich, waren dann irgendwann da angesagt. Und ja, damit war die ganze Sache hier obsolet. Also verwendet habe ich diesen Computer eigentlich nie wirklich. Ja, das war mal wieder so ein bisschen Nostalgie-Elektronik. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.